Hallo, und heute möchte ich wieder eure Fragen beantworten. Also die erste Frage ist mir schon mehrmals gestellt worden und klingt so. Wie finden die meisten Russen Frau Merkel? Eher positiv oder negativ? Und ich möchte jetzt sagen, dass die meisten Russen in Russland, genauso wie in jedem Land, das denken, was auf dem ersten oder auf dem zweiten Kanal gezeigt wird. Und dort wird es ständig wiederholt, dass Merkel nur das macht, was den USA nötig ist und dass dann gleichzeitig Russland und der EU schadet. Und eigentlich wird es irgendwie genauso über alle Politiker in Europa berichtet. Und dann ist auch klar, dass die meisten Russen dann eher negativ Angela Merkel und die anderen finden. Aber so klar negativ sagt über sie keiner. Und auf jeden Fall wird sie mehr beliebt, sozusagen, als die amerikanischen Politiker. Die zweite Frage von Gabi Schön. Die Nachtwölfe, sind das nun Nazis, Stalinisten oder Putinisten? Hier in Deutschland sind sie alles zusammen. Das aber widerspricht sich. Also ich habe extra gegoogelt, weil die Nachtwölfe in Russland früher gar nicht so berühmt waren. In diesem Jahr schon, nach dieser Fahrt durch Europa. Und das sind in erster Linie so die großen Patrioten. Dieser Club wurde 1989 gegründet und zuerst war dort einfach nur Rocker-Biker-Club, aber dann wurde der Club zu einem der größten oder zum größten im Lande und heutzutage oder letzte 5 Jahre ist dieser Club sehr stark mit unserer politischen Elite verbunden worden und auch mit unserer Kirche. Sie positionieren sich selbst als der Club, der dann die konservativen und auch orthodoxen Werte schützt und bewahrt. Die dritte Frage, auch von Gabi Schön. Königsberg war ja mal deutsch. Wie denkt er darüber? Und das wissen heutzutage alle in Kaliningrad, vielleicht noch kleine Kinder nicht. Und eigentlich selbst der Name gefällt den meisten und ich würde jetzt sagen, dass wenn eine Abstimmung gäbe, dann vielleicht 60-70% der Bevölkerung wären dafür, dass Kaliningrad wieder Königsberg heißt. Aber wenn es auch eine Abstimmung gäbe, dass Kaliningrad jetzt Königsberg wieder zu Deutschland gehören wird, dann wären das nur 20-30%, weil letzte Zeit eigentlich es viel mehr Patrioten gibt, die sagen dann, nein, Russland ist ein gutes Land und mir gefällt hier vieles, wenn nicht alles. Und ich habe eigentlich schon darüber in einem von meinen Videos erzählt, dass die Kaliningrader, die sind heutzutage wirklich sehr stolz auf die Geschichte der Stadt. Viele katholische und evangelische Kirchen heute werden renoviert und auch neu gebaut. Und viele Häuser, dann Büros und Kaufhäuser werden im altdeutschen Stil gebaut. Aber auch die reichen Leute, die ganz normalen, die bauen eigene Häuser irgendwie Fachwerk dekoriert. Und das finde ich auch sehr schön. Das werde ich auch euch alles zeigen. Ich werde in diesem Sommer dann eine Reihe von Ausflügen in der Stadt machen und die schönsten Orten von der heutigen Stadt zeigen. Die vierte Frage von Misanthrop S. Kennst du viele Deutsche in Kaliningrad? Bist du selber komplett deutscher Abstammung oder nur zum Teil? Okay, zuerst über mich selbst. Ich bin in Sibirien geboren und als Kind habe ich nur Russisch gesprochen, sowie auch meine Eltern. Und meine Mutter ist Russin und meine Oma, väterliche Linie, ist auch eine Russin.
und nur mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter, dann, die haben nur Deutsch gesprochen, die haben schlicht Russisch gesprochen. Dann, das waren die Wolgadeutschen, das könnt ihr googeln. Aber schon seit 3 Generationen wird in meiner Familie nur Russisch gesprochen. Und Deutsch habe ich begonnen zu lernen mit 10 Jahren. Und zwar sehr hart, und mein Vater wollte schon immer, dass ich diese Sprache kann, weil er immer sehr stolz auf unseren Nachnamen war. Ich eigentlich auch. Und Gott sei Dank, das hat geklappt. Ich kann jetzt Russisch und Deutsch sprechen. Und die zweite Frage, kennst du viele Deutsche in Kaliningrad? Dann, es gibt zwar nicht so viele, aber man kann schon immer die Deutschen finden dann. Es gibt in erster Linie dann viele Touristen. Das sind die alten Menschen größtenteils, die noch oder viele von denen dann noch in Königsberg geboren sind. Und dann die reisen durch das Gebiet und sehen die Plätze, wo die geboren sind, wie das heute aussieht. Und es gibt aber auch Jugendlichen, zum Beispiel wir haben Goethe-Institut und jedes Jahr kommt ein oder zwei Praktikanten aus Deutschland und die unterrichten Deutsch am Goethe-Institut, aber die arbeiten auch in unserem deutsch-russischen Haus, machen kostenlose Deutschstunden mal pro Woche. Und wir haben auch Maynard-Universität, wo die deutschen Professoren unterrichten und wo die Russen studieren. Und es gibt einen Austausch dann. Die russische Gruppe, die hier studiert, die kommt für ein Semester nach Deutschland und verbringt die Zeit dort. Und dann die deutsche Gruppe, die in Maynard-Universität Deutschland studiert, die kommt für ein Semester nach Kaliningrad. Und eben jetzt ist so eine Gruppe aus Deutschland in Kaliningrad. Und ich habe schon die Jungs kennengelernt und möchte dann im Sommer, wenn ich jetzt schon ganz bald mehr Zeit haben werde, dann möchte ich ein Interview mit einem machen und ich möchte einfach nur fragen, was er sich von Russland vorgestellt hat und wie sieht es aus, was denkt er jetzt über Russland, über Kaliningrad, was dann sich bestätigt hat und was dann komplett vielleicht anders ist, als er sich das gedacht hat. Ich denke, das wird auch interessant sein. Und die letzte Frage für heute von Bash BFB. Was hältst du von dem Klischee, dass sehr viele Russen Alkoholiker sind? Also ich habe schon über Alkohol in Russland erzählt, dass in den letzten 15 Jahren die Leute dann durchschnittlich zweimal so wenig trinken, wie es früher war. Und dass die Jugendlichen heutzutage, würde ich sagen, unter 30 dann sehr selten Wodka trinken, nur Bier und Whisky und Sekt, was auch immer, Martini. Und ich habe auch gelesen, dass Alkoholkonsum in Russland dann durchschnittlich mehr oder weniger vergleichbar mit Deutschland und Frankreich ist, aber schon auch viel weniger als in Irland oder England. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das sieht wirklich so aus. Aber ich muss hier auch erwähnen, dass in Russland dann anders getrunken wird. Die Russen trinken zwar nicht so oft, also nicht jeden Tag eine Flasche, eine, zwei Flaschen Bier, aber vielleicht nur am Wochenende oder nur auch einmal pro 2 Wochen. Aber wenn einer dann richtiger Russe dann trinkt, dann kann er nicht stoppen. Dann trinkt er, bis er ganz besoffen ist und das ist eigentlich nicht so gut. Und dagegen gibt es jetzt auch ein Gesetz, dass nach 10 Uhr abends kein Alkohol verkauft werden darf. Und früher war es so, dass die Leute dann tranken, bis sie Geld haben, bis die stehen können und noch eine Flasche Wodka kaufen können. Heutzutage darf man sowas nicht und wenn die Flasche leer ist, dann gehen alle einfach nur schlafen. Und über meine Pläne in diesem Sommer habe ich schon erzählt, aber möchte nochmal das machen. Also ich möchte Interviews mit Deutschen machen, die jetzt in Kaliningrad sind zurzeit. Und ich möchte die Ausflüge in der Stadt machen. Also ich möchte euch die schönsten Orten der heutigen Stadt zeigen und auch des Gebiets. Also wir haben jetzt schöne Kurorten, die in Deutschland Rauschen und Kranz hießen. Heutzutage aber Svetlogorsk und Zelenograd. Also tschüss, hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren
und wir sehen uns in einer Woche.